St. Thomas, eine der schönsten Inseln der Karibik. Hier drehten Court in the Act das Video zu ihrem neuen Song Let This Love Begin. Die kleine Insel, die nur eine halbe Flugstunde von Puerto Rico entfernt liegt, war der ideale Schauplatz für die Dreharbeiten zu ihrer Sommerballade. Am Sapphire Beach, wo sich sonst Urlauber tummeln, drehten die vier Jungs zwei Tage lang unter der Regie ihres Stammregisseurs Volker Hanwacker. I feel like I'm blowing out of my mind. Zurzeit sind wir sehr im Stress. Jede Nacht ein Konzert, am nächsten Tag Interviews, dazu drehen wir Videoclips. Aber es macht trotzdem Spaß. Und einen Clip hier im Paradies zu drehen, das ist wirklich unglaublich. Wir haben viel Spaß. Es ist großartig. Ein Höhepunkt der Dreharbeiten war die Szene, in der Ben einem Inselbewohner gleich eine Palme hinaufkletterte, um seinen Freunden Kokosnüsse hinunterzuwerfen. Wir wollten eine entspannte Atmosphäre, denn was wir eigentlich in dem Video tun, ist ein Feriengefühl zu vermitteln, so wie wir es hier selbst haben. Wir wollen nur Spaß haben, und zwar auf ganz natürliche Art. Wir möchten einfach so sein, wie wir in Wirklichkeit auch sind, wenn wir frei haben. Wir tollen herum und schmeißen uns Kokosnüsse zu. Ja, genau so, wie wir normalerweise auch sind. Natürlich spielt auch ein Mädchen in dem Clip mit. Es ist also auch ein Liebeslied. Der Song soll Freude vermitteln. Ein lustiges Liebeslied sozusagen. Den Großteil der Dreharbeiten konnten Bastian, Lee, Eloy und Ben im kristallklaren 30 Grad warmen Wasser verbringen. Da stellte sich bald ein echtes Urlaubsgefühl ein und Erinnerungen an alte Urlaubslieben wurden wach. Ich war mit meinen Eltern und Brüdern im Urlaub und sie machten sich über mich lustig, da ich ständig auf der Suche nach einer Freundin war. Dann traf ich ein Mädchen am Strand. Sie war aus Schweden und hieß Ronette. Und ich verliebte mich in sie. Was machst du da, Ben? Ich spiele Adam und Eva. Okay, Adam und Eva. Du bist Eva, ich bin Adam. Ich verliebte mich total in dieses Mädchen. Und das war wie hier, das blaue Meer. Es war sehr warm. Das hier erinnert mich sehr an diese Zeit. Manchmal, wenn ihr Stress habt, müsst ihr einfach euren Rücken etwas krachen lassen. Do your back a bit. Everybody's been caught in the air. Everybody's been caught in the air. Everybody's been caught. Das ist das Schöne an den Dreharbeiten hier. In jeder Pause kannst du im Meer schwimmen gehen, Kokosmilch trinken oder tun, was immer du willst. Ich lerne gerade Windsurfen, aber in Holland, wisst ihr, da ist es ein bisschen kalt dafür und ganz anders. Es war zwar auch hier nicht ganz einfach, aber ich werde es nachher nochmal versuchen. Die Rolle der Urlaubsliebe wurde gespielt von der Amerikanerin Shenda Chomento. Die Jungs sehen wirklich toll aus, sind voller Energie und durchtrainiert. Ja, wirklich, sie machen den Eindruck, als würden sie ihren Beruf sehr genießen. Wir standen heute Morgen schon um 4.30 Uhr auf, denn um 6 Uhr geht die Sonne auf und das ist die beste Zeit, um mit dem Drehen zu beginnen. Und so war jeder um 6 Uhr fertig, aber nach der langen Reise waren gestern sowieso alle schon sehr früh müde und deshalb lagen wir schon gegen 10 Uhr im Bett. Nach zwei herrlichen Tagen in der Karibik musste sich das Quartett am nächsten Morgen leider gleich wieder auf die 14-stündige Rückreise machen, um ihre Promotion und Konzerttour in Europa fortzusetzen.